Assalamu alaikum wa rahmatullah, liebe Zuschauer. ISIS und Co. mögen zwar behaupten, sie hätten ein Kalifat errichtet, aber das wahre Kalifat kommt alleine von Allah, basiert auf dem Prophetentum und zeigt jederzeit die Unterstützung Allahs. Genau das können wir in der Jamaat sehen. Menschen erkennen die Jamaat als wahr an, weil Gott ihnen bereits im Traum gezeigt hat, dass diese Jamaat von dem wahren Kalifen geleitet wird, und bekennen sich zur schönen Lehre des Islam, weil sie diese in den Worten und durch die Person des Kalifen vernommen haben. Genauso entspringt jeder Erfolg in der Jamaat-Arbeit alleine und ausschließlich aus der Verbindung zum Kalifen der Zeit. Möge Allah ihm mit machtvoller Hilfe beistehen. Die Weisheit der Weisen, das Wissen der Gebildeten, die religiösen Gelehrten und die Fähigkeiten der Experten können nur dann und nur dann Früchte tragen, wenn sie ihre Fähigkeiten in Liebe und Loyalität zum Khilafat einsetzen. Nur diese Loyalität zieht Gottes Segnungen nach sich, da Gott selbst das Kalifat errichtet hat. Die Geschichte hat gezeigt, was mit jenen passiert, die sich gegen das Kalifat stellen. Nach dem Tod des ersten Kalifen, Rahmullah, weigerten sich einige sehr gebildete Menschen, das Kalifat weiter anzuerkennen, und sie nahmen auch das gesamte Geld der Jamaat mit sich. Trotzdem hat Allah seinem Kalifen jeglichen Erfolg gewährt und heute gibt es diese Gruppe praktisch nicht mehr, wobei die Jamaat täglich wächst. Hazur Akdas, Ayatollah Ta'ala, hat uns in dieser Khutba darauf aufmerksam gemacht, dass wir Khilafat nicht diesen Stellenwert geben, der ihm gebührt, und hat uns in dieser Khutba gelehrt, wie wir das ändern können. Möge Allah uns befähigen, dass wir nicht nur die Worte des Kalifen hören, sondern diese auch befolgen. Amin.